Erschreckt mich vielleicht noch mehr. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was ich hier mache. Aber naja, lootgeil waren wir schon immer. Ah, hier liegt ein Toter. Wenn der jetzt aufsteht, dann kacke ich mir in die Hose. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Metro Exodus. Heute werden wir wieder ein neues russisches Wort lernen und zwar Bustenje, was so viel heißt wie die Wüste. Das letzte Mal hatten wir schon Probleme mit Kannibalen. Was wird uns heute noch erwarten? Was ich euch auf jeden Fall versprechen kann, es wird wieder eine spannende Folge. Und wir werden einen Sendeturm suchen. Ob wir diesen finden, seht ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und los geht's. Aha. Was haben wir hier? Sind wir ein bisschen rauschig? Bewegen kann ich mich nicht. Okay, jetzt ist ein ziemlich heiß scheint es hier zu sein. Seht ihr das Flimmern? Das Flimmern über dem Boden. Das gefällt mir hier ganz und gar nicht. Nichts als Sand und Hitze. Ich fühle mich echt beschissen. Wüste halt. Was? Wo? Boah. Artyom, ein Auto. Auto ist gut gesagt. Da fehlt ja mindestens die Hälfte. Aha. Müssen wir dem Baron sagen, also da ist ein Stützpunkt. Irgendwie will mir diese Begrüßung auch nicht gefallen. Auf geht's. Okay. Sie haben in diesem Dorf Halt gemacht. Anscheinend lebt da jemand. Ich verstehe. Naja. Ja. Stefan ist am schlimmsten dran. Den anderen geht es aber auch nicht so gut. Nur wir hier sind noch kampffähig. Danke. Anna. Hier halten wir jetzt an, oder was? Wir müssen den verdammten Bunker finden und dann sofort aufbrechen. Mit dem Aufbrechen könnte es ein kleines Problem geben. Oh ja. Oberst, im Kessel ist kaum noch genug Wasser, um Tee zu kochen. Und die Kohle ist auch alle. Ich verstehe. Hä? Dann müssen wir uns auch darum kümmern. Anna, okay, wir brauchen Wasser und Kohle. Wasser und Brennmaterial. Oder Brennmaterial. Haha, super. Mach die Männer bereit. Wir müssen eine Verteidigung aufstellen. Geh mal aus dem Weg, bitte. Sei nur vorsichtig, okay? Finden Sie heraus, was mit dem Wagen geschehen ist, der die Aurora verfolgt hat. Aus irgendeinem Grund ist das Auto in das Dorf gefahren. Ich muss die Leute finden und Wasser für das Team besorgen. Mit oder ohne ihre Hilfe. Wieso? Okay. Ihr Feuerkasten war ursprünglich auf Kohle ausgelegt. Aber sie hat auch eine Hitzeverkleidung und Einspritzdüsen für Flüssigtreibstoff. Aha. Warum hast du das nicht schon vorher gesagt? Sie haben nie gefragt! Alter, der Hund ist blöd. Funktioniert das Einspritzsystem noch? Das müsste ich überprüfen. Ja, dann prüf. Dann mach das zusammen mit Crest. Das erledigen wir 0, nichts. Kein ja, dann können wir also Diesel auch tanken. Das ist ja cool. Was, Munition? Schauen wir da aus. Mal raus da. 46. Aha, okay, da kann ich nur die Munition machen. Strengt sich zu sehr an. Ja, das passt dann schon. Alter, kann der im Lauf nicht springen? Doch. Und Sprung! Ha! Muss nämlich da rüber, oder? Oh, ja, die machen wir nichts. Ich habe schon ganz vergessen, dass da wieder so ganz viele Viecher herumlaufen. Ja, davon haben wir schon wieder eins. Das... Hase. Wow, den hat's jetzt weggerissen. Aber mit dem kann ich nichts machen. Der hat aber ziemlich gehumpelt, der Kollege. War da drüben ist das Dorf, oder? Oh, da. Ja. Das wird schon passen. Vielleicht schaue ich da mal in die Ruinen so ein bisschen rein. Ein bisschen... Stuff finden! Oh, shit. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Dass es die auch noch gibt. Da sind wir nicht ganz geheuer, die Kollegen. Ah, hier liegt auch einer. Kann man die eigentlich auch looten? Ich weiß gar nicht mehr. Die hatten aber nichts, oder? Ne, die hatten nichts. Die sind also für wirklich gar nichts. Voila! Achtung! Oh mein Gott!
ihr dreckigen Schweine. Priester. Priester. Alter. Wie dumm war das jetzt? Oh, Alter, hat es mich jetzt erschrocken. Das wird wieder eine schöne Zeitlupe. Leute, das wird eine schöne Zeitlupe. Alter, hier muss man paranoid werden. Hier muss man paranoid werden. Hier könnte ich eigentlich die Maske runtermachen, oder? Hä? Ich hab die gar nicht auf. Warum habe ich dann so ein komisches Sichtfeld? Warte mal, kann ich da ein Medipack auch machen? Okay. Dann raus wieder. Ich hatte ja nicht immer schon so ein eingegrenztes Sichtfeld, oder? Da drüben wir. Müssen die immer in den Ruinen, in den Urinen herumgammeln? Das ist sicher auch wieder einer, der aus der Stelle. Ja, ja. Du kleiner Motherfucker, Alter. Schau dir das an, Alter, das sieht man hier gar nicht. Arschloch. Ich werde jetzt mal kurz in den Ding da reinschauen und dann werde ich mir auf eine. Das kann ich. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Ah. Hier. Dann gehe ich auf die Waffe, glaube ich. Mach mir ein Visier drauf. Nimm mal das. Geh wieder raus. Die habe ich jetzt nicht in der Hand. Ah, ja, ja. Ist der down oder? Hallo? Hallo, was ist mit euch? Er bewirft mich mit Ziegel! Ist der down? Ja. Oh! Ihr kleinen Wichser. Unter mir ist, glaube ich, auch einer. Hallo, was ist mit euch? Ich bekomme die nicht. Vor allem mit dem Visier drauf. Komm her mal. Alter, da ist auch was los, ey. Ja, komm her. Ah, da ist wieder einer. Hallo. Ach, ich rode es gut gegen die. Sind aber auch noch Hunderte. Ah, zwei. Hunderte ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die hole ich mir jetzt. Komm her. Hä? Das war ein bisschen größer, hm? Oh, die Schrot ist geil. Ich glaube, ich werde mir da noch ein paar Mumpols craften. Das ist auch... Nee. Oh, was ist das für eine Knarre? Okay. Oh, mir gefällt die Schrot eigentlich ziemlich gut. Hat sich jetzt nicht so extrem ausgezahlt. Ein bisschen Loot ist darin. Ach, schreckt mich vielleicht noch mehr. Ein Stofffetzen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was ich hier mache. Aber naja, Lootgeil waren wir schon immer. Ah, hier liegt ein Toter. Wenn der jetzt aufsteht, dann kacke ich mir in die Hose. Ob jetzt... Hä? Jetzt ist gerade dunkel. Nicht dein Ernst, oder? Ja, die leben sicher. Yalla Reti! Hola chicas in your reader. Hallo. Oh, jetzt brauche ich das Nachtsichtgerät. Hallo. Hallo? Kann ich darauf? Ja. Ich höre euch nicht. Bitte komm. Ah, fick dich, Basis. Fick dich, Basis. Unser Nachtsichtgerät ein bisschen aufladen. Ich hasse euch. Sind noch welche? Ah, hier kommt noch einer. Hallo. Oh!
Haben wir einen Funkilunki? Aha, die schlafen da. Das waren aber nicht viele. Und da, was ist mit der Türe? Hallo? Aha. Soll ich mal an das Funkgerät gehen? Ah, das kann ich gar nicht. Viele Schüsse habe ich nicht mehr, aber für die Schroten mache ich sicher noch 1000 Schuss. Okay. Hallo? Menschen? Hey, 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 Ruhe! Ruhe! Es war ein Fehler, von dir herzukommen. Mhm. Wenn es ein Fehler war, jetzt? Ich ergebe mich! Oh! Ups. Wollte ich ja ehrlich gar nicht. Okay, warum ist es jetzt so hier? Okay, es wird wieder Tag. Hallo? Eigentlich wollte ich den gar nicht umbringen. Sorry. Naja. Hilft ja sowieso nichts mehr. Hallo? Oh. Bei dem Spiel ist es irgendwie... Oh. Beim Spiel ist es irgendwie einfach aus der Hüfte zu schießen, als zu zielen. Oh, der ist ja verkokelt. Ja, grüß dich. Oh nee, jetzt wo ich gerade nachlade, willst du mich verarschen oder was? Ah. Da ist noch einer. Da komm her. Noch ein paar? Ja, irgendwo ist noch einer. Oder? Oder sind die gerade verrückt? Ist mir egal. Oh, ich kann fahren. Cool. Ah. Das war das. Ja, super. Hä? Er hat einen Schlüssel im Kopf stecken. Oh, da bist du ja. Kommst du da wieder raus oder brauchst du Hilfe? Nein? Dann komm raus. Mit den Besitzern des Wagens können wir jetzt vermutlich nicht mehr reden. Hm? Wie schade, würde ich aber gerne, dass sie so still sind. Der Wagen scheint jedoch klasse zu sein. Nicht nur ein paar Räder, sondern auch noch ein mobiler Schutz im Sturm. Genau das, was du für deinen nächsten Einsatz brauchst. Denn da musst du etwas herumfahren. Während du in diesem Sandkasten gespielt hast, habe ich ein paar Antennen entdeckt. Das muss die Kommunikationszentrale sein. Ich denke, die ist in dem Leuchtturm dort. Also solltest du dahin fahren. Der Leuchtturm ist so riesig, dass du ihn nicht verfehlen kannst. Ich muss bleiben und die Gegend im Auge behalten. Aber sobald ich fertig bin, können wir uns dort treffen. Alles klar. Bis dann. Ciao. So, meine Freunde, dann werde ich es jetzt lassen, damit die Folge nicht wieder so lang wird. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann bitte abonniert mich und vergesst dabei nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Über eure Wünsche, Anregungen und Beschwerden würde ich auch sehr gerne in den Kommentaren lesen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.